So, guten Tag hier beim Nerdcheck von Texcalibur. Heute wieder eure Fragen und wir kriechen in den Laptop. Jo. Weil ich zu blöd bin, das vor dem Trainer zu sagen, mache ich es nach dem Trainer. Hatti, Bojan und Marti. Und beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Korrekt. So. Große Kindheitsfrage von Jakob Sachs. Sachs? Sachs, würde ich sagen. Lego oder Playmobil? Ja, das ist natürlich... Heiliger Vater, das ist aber gute Frage, würde ich sagen. Schwierig. Also bei mir ganz klar, Lego war immer der größere Teil meiner Freizeitbeschäftigung. Playmobil jetzt, glaube ich, nur als ich jünger war, würde ich sagen. Aber ansonsten, ich habe immer so die kleineren, fragileren Figürchen bevorzugt. Ja, bei mir war das genauso. Erst gab es Playmobil und wenn man dann alt genug war, ne, die magische Drei-Jahres-Grenze so, dann hat man endlich Lego bekommen. Lego. Ich habe auch so exzessiv, dann wie jedes, diese Bionicles hatte ich alle. Ja. Kennt ihr noch die Bionicles? Oh mein Gott. Oh die Bionicles, Gott. Ich habe sie alle gehabt. Und dann habe ich sie natürlich auch so zusammengebastelt, dass dann irgendwann so ein Riesenvieh, so voll Mutant und dann so, töte mich, ah. So. Das hätte er gesagt, wenn er sprechen hätte können, glaube ich. Ati? Ich merke gerade, dass ich eine super tragische Kindheit hatte. Ich hatte kein Spielzeug so, ne? Aber wenn ich bei meinen Neffen zu Besuch bin, dann spiele ich immer Lego. Ja, musst du dann nachholen, noch. Ne? Ja. Ja, ich baue das echt super gerne. Ey, was habe ich mich mal gefreut? So also Dinge, es macht so einen Spaß. Genau. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen ins Wort gefahren. Nein, ich wollte Marti, sagen, du der, als der, ja, danke, trotzdem, Entschuldigung, als der Lego-Film rauskam, das hab ich mich gefreut. Also da hat man nämlich, also die haben das ja genauso animiert, wie es dann auch, wie man es früher gemacht hat. Die Pferde sind ja nicht so, also mit jedem Bein einzeln, sondern so, lalalala, als hätte man sie so mit der Hand genommen. Ja, genau. Voll geil animiert ja, auch. Cool. Deswegen habe ich mich auch so drüber gefreut. YouTube sucht die Luna fragt. Der Name ist schon mal geil. Schaut ihr noch Disney-Filme? Wenn ja, welcher ist euer Favorite? Oh, ja, da muss man sagen, Disney hat sich ja weg vom gezeichneten Trickfilm zum animierten Trickfilm, wie wir alle wissen, bewegt. Und ich muss sagen, die gezeichneten, vor allem gerade sowas wie Dschungelbuch, hat für mich viel mehr Charme als, ja, sagen wir mal, also Frozen habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber es soll ja so wie König der Löwen die Geschichte gestrickt sein, was auch ein guter Film ist, König der Löwen. Trotzdem kann ich jetzt gar nicht so ja, einschränken, was jetzt mein Lieblingsfilm ist. Ich finde zum Beispiel das große Krabbeln sehr, sehr lustig. Andere würden da sagen, ja. Also er ist wirklich nicht besonders mega witzig, aber es gibt einige Stellen, die ich schon sehr, sehr feiere. Ich kann mich da auch nicht so ganz wirklich entscheiden. Bei mir ist es auch eher so, ich packe in den Schrank, also bei mir liegen da ein paar VHS-Kassetten rum. Ne? Hast du noch so einen Videorekorder? Ja. Oh. Und dann packe ich mir einfach zur Weihnachtszeit immer einen Film und dann gucken wir mal zusammen. Sehr gut, sehr gut. Ja, Mann. Ich mag diese, also es ist eine Weihnachtsgeschichte. Mhm. Von diesen, ich weiß nicht, wie man den, Ebenezer Scrooge, ja, eine Weihnachtsgeschichte. Ja, oh, das liebe ich. Oh. Von Charles Dickens, ja. Das ist so, so schön. Stimmt, den mag ich auch besonders gerne. Schön ist übrigens auch die Persiflage darauf, die Geister, die ich rief, mit Bill Murray. Das ist auch falls ihr den noch nicht kennt, dann müsst ihr den unbedingt angucken. Er hat ein paar Schreckmomente, aber das soll auch so sein. Schreckmomente? Nein, nicht Schreckmomente. Schreck, man erschreckt sich. Ja klar, ich weiß, hallo. Kalisa Tings fragt, schlechtester Schauspieler? Boah, Sacha Baron Cohen? Nein, war ein Scherz. Ich würde sagen, weiß nicht, mir fällt gerade kein anderer ein als Olli Pocher. Boah. Deutsche Schauspieler. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen globaler denken. Ich meine, ich habe auch noch keinen Film mit Shah Rukh Khan gesehen. Oder wie man den ich spricht. Ich auch nicht. Tim Schweiger. Ich sag Tim Schweiger. Den finde ich nicht gut. Ja, also schauspielerische Leistungen finde ich halt nicht gut. Also für mich ist es halt ein schlechter Schauspieler. Bei mir ist Ted Mosby, wie ist der Schauspieler nochmal? Josh Radnor. Genau, den mag ich nicht. Also die Rolle ist zwar, könnte gut sein, aber ich mag den Schauspieler nicht. Ist mir fällt gerade. Aber das war es dann auch. Arnold Schwarzenegger würde mir jetzt noch sagen. Aber den würde ich noch, da würde ich vorsichtig mit umgehen, weil das ist ein, Arnold Schwarzenegger ist ein Sakrileg. Ja, das stimmt. Boah, wahrscheinlich. Der darf das ja. Oder das Nicolas, Nicolas Cage ist auch so ein Schauspieler. Ja, oder? So. Bin ich mir auch nicht sicher, ob sie jetzt mögen soll oder nicht. Jean
glaube ich, Nier, wenn ich es falsch ausspreche, sorry. In welcher Fruchthaus würdet ihr bei SpongeBob wohnen? Ach so. In einem Kürbis. Da hat man viel mehr Platz als in der Ananas. Oh Gott, und ich kann nicht mit SpongeBob anfangen. Was? Das ist nein, so cool. Nein, ich habe das nie geguckt. Oh. Ah, ja, ja. Ich habe noch keine Zeit. Wer guckt in der Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob, keine Ahnung. Schwammkopf! Saugstark und gelb und porös, und zwar sehr. Entschuldigung. Schwammkopf. Wenn da Südpazifische Blödsinn durchsteht, nein. Okay, es kommt noch später. Dann schwingt euch an Deck und kommt ja nicht zu spät. Das ist einfach nur so Verballhornung von sämtlichen Kinderserien. Das ist so geil, einfach nur. Also ich muss sehr lachen und wenn meine Nichte und mein Neffen, wir sitzen so auf einer Couch und gucken wir das, die finden das nicht lustig. Also ich glaube, die verstehen es halt auch nicht. Ja, und eben, ich lache halt mega tot und die sagen, Tante, warum lachst du? Livia Rosehill fragt, welche fiktiven Wesen hättet ihr gerne auf der Welt? Und welche nicht? Ach so, dass sie überhaupt so auf diesem Erdenrund umher... Ja. Ach du. Ich weiß schon. Dann sag... Herkules. Herkules? Ja. Herkules? Also meinst Halbgötter und so. Naja, dieser, also aus dem Trickfilm aber, Herkules. Hm. Als Zeichentrickfigur? Oder? Mit der Stimme von Til Schweiger übrigens. Dein Ernst? Ernsthaft? Ja. Til Schweiger. Von wegen, ich mag Til Schweiger nicht. Ich mag Herkules ab jetzt nicht mehr. Das ist überhaupt kein Grund. Ja, fiktive Wesen, also Fabelwesen nehme ich mal an. Und sowas. Ja, ja, es wäre doch nett mit Cthulhu. Zentauren. Komm, Minotaurus, Pegasen, das war die Mehrzahl. Drachen, so Drachen. Game of Thrones generell. Ja. 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 Orks hätte ich nicht gern hier. Ja. Orks bin ich so, und vor allem von, ja, hier. Nee, komm, lass mal der Hobbit, Goblins, der Weiße. Wie hieß denn der? Der Weiße. Uru, meinst du diese, wie heißen die, Uruguay? Jetzt bei Hobbit in Uru, dem Film. Nicht Uruguay, das ist ein Land. Also ja, aus Uruguay. Ja, meine ich doch. Uruguay. Ja, meine ich doch. Pudding-Chan, schöne Grüße, fragt uns, wie steht ihr zu Cosplay? Würdet ihr selbst mal eins tragen, beziehungsweise hattet ihr schon mal eins an? Ich weite das mal aus auf Verkleiden, also ich habe mich schon immer gerne irgendwie verklitten. Und ich mag Cosplay. Ja, das habe ich auch gemacht damals, als man halt ein bisschen jünger war, so mit 16, 18 rum, als man noch J-Rock gehört hat. Man sich natürlich als J-Rocker verkleidet, auch geschminkt, lange Haare geglättet und so. Geglättet, jawohl. Ich musste meine Haare nie glätten, sie werden immer glatt. Ja, deine, aber meine nicht. Ja, ich so, HTJ! Ja. Als was würdest du denn gerne malen? Ja, ich würde, weil du jetzt von Catwoman gesagt hast, Catwoman. Cosplayen. Ja. Da musst du dich aber genauso auch bewegen und verhalten. Strange, ich würde es machen. Das ist halt eine Rolle, die du anschlüpfst. Kannst du auch miezen? Also. Das ist doch schon fast wieder Wolverine. Gut? Ja. Wolverina. Oder Wolverine. Wolverine. Im Hattiland. Kira Kuchen fordert uns heraus, quasi, wenn ihr eine neue Eissorte erfinden könntet, welche wäre das? Zuckerwatte. Na toll, das ist dann Zucker. Watte. Popelmaracuja. Das ist eklig. Ja, aber sie muss ja nicht lecker sein. Es soll ja nur eine Eissorte sein, die erfunden wird. Oh. Spiegelei Bacon. Hätte ich Bock drauf. Wieso ja, denn? Papaya mit... Dürüm. Papaya Dürüm. Papaya mit Knoblauch. Papaya Knoblauch. Mach doch Sucuk gleich. Papaya Sucuk. Papaya Sucuk. Angie Superhomo. Bin ich das auf dem Avatar? Ich glaube schon. Fragt, bei welchem Game seid ihr am schlimmsten ausgerastet vor Wut? Bei mir war es sowas wie Pokémon oder vielleicht irgend so ein beknacktes Asterix-Spiel auf dem Game Boy Color. Wo ich irgendeine Scheiße nicht geschafft habe zu absolvieren. Ich musste irgendwo drüber oder irgendeine Tür öffnen. Ich habe es ums Verrecken nicht geschafft. Dann habe ich
das so genommen, vor Wut in das Display gebissen. Und dann ist das Display kaputt gegangen. An der Stelle war da so regenbogenfarbig, so ein Farbverlauf. Und an der Stelle konnte nichts mehr angezeigt werden. Der Rest vom Bild, und ich konnte halt nicht mehr spielen. War mir selber ins eigene Knie geschossen, weil kurze Zeit später hat mein Bruder rausgefunden, wie man diese Stelle überwindet. Das letzte Mal, wo ich mich so richtig aufgeregt habe, war Gameboy, also noch das richtig alte Ding, das graue mit Super Mario. Und kurz vorm Ende, wo diese Pyramide ist, das war doch das letzte, ne? Ja, ja, in jedem Level kommt doch dieses Ruck. Genau, ja, genau. Und ich habe es jedes Mal nicht geschafft. Also ich habe es immer bis dahin geschafft und dann nicht mehr. Und dann bin ich immer gestorben. Irgendwann war ich so sauer, dass ich meinen Gameboy an die Wand geschmissen habe. Ach, ich glaube, es ist mal wieder soweit. Kommt nichts mehr raus, der Apfel ist gegessen und Pescalibo ist jetzt vorbei, me gustas tu. Aber es war Nerdchen, me gustas tu. Man kann sich mal vertun, me gustas tu. Me gusta la lagiones, me gustas, keine Ahnung. Da drüben könnt ihr abonnieren. Und unten gibt's zwei Videos. Und das stimmt, wenn ich es sag. Denn ich habe immer recht. Wollt ihr noch was sagen? Nee. Das war Schluss. Der Check für heute. Ajo. Ja. Ha ha!